Willkommen zu deinem nächsten Türchen. Heute geht es um Vergebung. Gerade wenn wir spirituell wachsen wollen, ist es enorm wichtig, dass wir uns natürlich auch mit dem Thema Vergebung auseinandersetzen. Und zwar Vergebung für uns selbst und Vergebung eben auch für andere. Letztendlich wissen wir, dass alles, was ist, ist grundsätzlich neutral und nur wir geben dem Ganzen eine Bewertung und das macht das Ganze dann natürlich auch ja entweder positiv oder negativ. Und wir alle haben im Laufe unseres Lebens natürlich Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, die waren nicht gut für uns. Sie haben uns wehgetan, sie haben uns verletzt, sie haben ja unser Herz zerrissen. Sie haben vielleicht dafür gesorgt, dass wir Blockaden um unser Herz gebaut haben. Und dort gilt es natürlich jetzt hinzuschauen, denn wir sind hier inkarniert, wir sind dieses spirituelle Wesen, aber wir haben natürlich auch ein Ego. Und um das Ganze eben ja nicht ganz so wichtig zu nehmen, um einfach dort diesen Druck rauszunehmen, ist es wichtig, dass wir in diese Vergebung gehen. Und ja, vielleicht hast du auch das eine oder andere in dir, wo du sagst, du könntest das niemals vergeben. Aber gerade jetzt in diesem Prozess der Bewusstwerdung, es ist wichtig für dich. Denn jedes Gefühl hat eine bestimmte Schwingung. Und diese niedrig schwingenden Gefühle wie Hass, Groll, Kummer, die ziehen dich natürlich auch mit nach unten, dass du in deiner Alltagsschwingung auch so schwingst. Das heißt, du ziehst in deinem Leben natürlich diese Dinge an, die eben auch niedrig schwingend sind. Und das heißt, du wirst nicht zu 100% glücklich in einer Beziehung. Du wirst nicht 100% erfolgreich. Du wirst nicht reich werden, weil du eben alles anziehst, was in dieser Schwingungsfrequenz ist. Und wir wissen, unser Geist, wir selbst, unser Bewusstsein ist so, so viel mehr, ist so, so viel weiter als eben auch unser Ego, unser Verstand. Unser Verstand kann nur auf Basis dessen urteilen, was er erlebt hat. Er ist wie eine Maschine, so wie er programmiert wurde durch alle Dinge, die du in deiner Vergangenheit erlebt hast. Daraus schlussfolgert er, was in Zukunft passieren wird. Und das ist eigentlich im Grunde der größte Trugschluss bei all dem, was du in deinem Leben tust, dass unser Verstand eben, ja, er urteilt auf Basis des Erlebten, des Vergangenen. Und dort dürfen wir hinschauen, wir gestalten unser Leben selbst. Und nur weil etwas in der Vergangenheit nicht gut war, weil uns ein Mensch verletzt hat, weil uns ein Mensch betrogen oder belogen hat, bedeutet es nicht, dass dies in Zukunft auch passiert. Wenn wir natürlich davon ausgehen, dass dies wieder passieren wird, behalten wir unsere Mauer um unser Herz, unsere Verschlossenheit und es wird wiederkommen, weil wir genau auf dieser Frequenz schwingen, weil wir grundsätzlich schon davon ausgehen. Und darum eben heute auch, ja, das Thema Vergebung. Es ist, wie gesagt, enorm wichtig, auch für uns, für die ganze Menschheit, für den Aufstiegsprozess, dass wir in unserer Schwingung nach oben gelangen. Und wir alle haben noch irgendetwas, was uns, ja, was uns schmerzt, was uns wehtut. Und genau das kommt jetzt ja auch ans Tageslicht. Und sicherlich hast du die letzten Monate, wenn nicht sogar 2, 3 Jahre, sehr, sehr viele Dinge und Prozesse für dich erlebt, wo du sagst, ich weiß nicht, wo sie herkommen. Diese Sachen, sie waren doch schon lange erledigt und es kommt in dir hoch, es brodelt und du weißt gar nicht, damit umzugehen. Es macht dir vielleicht schlechte Laune, es macht dich traurig. Und genau das sind eben die Dinge, die aus deinem System raus wollen. Denn es sitzt energetisch in dir drin und du darfst es loslassen. Einfach indem du bewusst vergibst und indem du auch dem Ganzen dann, nachdem es einmal raus ist aus dir, eben keine Aufmerksamkeit mehr gibst, in dem Sinne, dass du dich darin ja rein verbeißt und versuchst noch krampfhaft über Monate Dinge aufzulösen. Das ist absolut nicht notwendig, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass
Du hast es erlebt, aber die Bewertung kommt von dir selbst, weil es gibt so viele Meinungen und so viele Bewertungen, wie es Menschen auf der Erde gibt und keine hat die gleiche Sichtweise. Und das, was du vielleicht als schmerzvoll empfunden hast, war für eine andere Person aus einer anderen Perspektive eine ganz andere Basis und eben nicht schmerzvoll. Und genau dort gilt es, ja, in dieses höhere Bewusstsein zu kommen. Und deswegen bist du ja auch hier. Ich habe für dich ja eine ja, kurze Reihe von Affirmationen für Vergebung. Hör sie dir wirklich mal an, auch was dahinter steckt, was du bewirkst, wenn du vergibst, was du in dir bewirkst, was du im Feld bewirkst, was du auch für die andere Person oder Situation bewirken kannst. Und wenn du das einige Tage machst, du wirst merken, es befreit dich. Und Affirmationen sind eben auch, ja, sie gehen ins Unterbewusstsein. Du kannst sie dir und solltest sie dir am Anfang auch wirklich mal bewusst anhören, dass du weißt, ja, wie hängt das Ganze zusammen? Und dann aber gern auch bei der Hausarbeit oder bei irgendwelchen Sachen, wo du vielleicht ja ganz woanders bist, auch beim Einschlafen, dass du sie aber ja, dass sie in dein Unterbewusstsein kommen können. Denn alles das, was wir hier so haben in unserem Leben, haben wir über Jahrzehnte erschaffen. Und diese anderen Denkweisen jetzt, dieses erwachte Bewusstsein hier in uns zu integrieren, es bedarf natürlich eine Zeit. Und Vergebung ist, ja, es ist einfach eine wundervolle Sache, die eben der Herzöffnung dient, die dir dient, dass du mit deiner Energie auf jeden Fall wirklich nach oben angehoben wirst. Und ja, man kann auch Sachen vergeben, die auch aus karmischen Prozessen mitgekommen sind. Wir sind uns dessen ja oftmals gar nicht bewusst, aber natürlich bringen wir auch aus Ahnenlinien oder aus dem Karma, aus unseren vorherigen Leben einige Dinge mit. Und das dürfen wir uns selbst auch vergeben. Und ja, der ein oder andere hat vielleicht schon Rückführungen für sich machen lassen, für sich erlebt und weiß genau, er war vielleicht nicht so fein und nicht so ein wundervoller Mensch, wie er jetzt ist, weil er eben in früheren Inkarnationen auf dieser ja anderen Seite dieses dualen Systems war. Vielleicht hast du Menschen ausgeraubt, vielleicht hast du Menschen umgebracht, vielleicht warst du aber auch diejenige, die selbst umgebracht wurde, vielleicht auf einem Scheiterhaufen stand, weil du super tolle Sachen schon gemacht hast. Vielleicht konntest du gut hellsehen, vielleicht konntest du gut mit Medizin oder Heilung umgehen. Und genau diese Sachen, alles gilt es zu vergeben, denn alles ist im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt kreierst du alles neu. Jetzt bestimmst du, was du morgen erfährst. Und wenn du jetzt aufhörst mit dem Groll, mit den Sorgen, mit dem, was noch irgendwo unterschwellig mitschwingt, denn viele von uns haben sich ja schon mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, wir sind eigentlich der Meinung, da ist nichts mehr. Aber dennoch ist irgendwo etwas, was uns nicht ans Ziel bringt. Das heißt, es hält uns eben einfach auch zurück. Also, das war's von mir zum Thema Vergebung. Vergebung ist ja essentiell für dein spirituelles Wachstum und auch, dass du wirklich erkennst, dein Verstand, dein Ego, er darf sein, aber die Bewertung dessen, die darfst du langsam lösen und auch die Wichtigkeit dieser Bewertung, denn du gehst in eine andere Bewertung, das bedeutet, du wirst eine andere Zukunft erleben. Ja, also viel Freude mit den Affirmationen, sie folgen jetzt direkt und dann bis bald. Ich wähle mir selbst und anderen bedingungslos zu vergeben. Ich lasse alten Groll und Bitterkeit los und öffne mein Herz für Vergebung. Ich erlaube mir, die Vergangenheit loszulassen und im gegenwärtigen Moment den Frieden zu finden. Ich erkenne an, dass Vergebung ein Akt der Stärke ist und mir inneren Frieden bringt. Ich vergebe mir selbst für alle Fehler und Entscheidungen, die ich bereue. Ich erlaube anderen, ihre Fehler zu machen und vergebe ihnen von ganzem Herzen. Ich erkenne an, dass jeder sein Bestes tut und jeder seine eigenen Herausforderungen hat.
Ich befreie mich von der Last des Grolls und öffne mich für Liebe und Mitgefühl. Ich erkenne, dass Vergebung ein Prozess ist und ich nehme mir Zeit, um ihn vollständig zu durchlaufen. Ich bin bereit, Verantwortung für meine eigenen Emotionen zu übernehmen und Frieden in mir selbst zu finden. Ich wähle Vergebung als Weg zur Heilung und zur Befreiung von negativen Energien. Ich erkenne an, dass Vergebung ein Geschenk an mich selbst ist. Ein Geschenk, das mir erlaubt, vorwärts zu gehen und mich weiterzuentwickeln. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, meine Vergangenheit loszulassen und mich auf eine positive Zukunft zu konzentrieren. Ich öffne mich für Vergebung und lasse Liebe und Mitgefühl in mein Leben fließen. Ich wähle mich von jeglichem Groll zu befreien und in Harmonie und Frieden zu leben. Ich erkenne, dass Vergebung ein Prozess der Heilung ist und ich nehme mir die Zeit, diesen Prozess zu durchlaufen. Ich vertraue darauf, dass Vergebung mein Herz öffnet und mich mit innerem Frieden erfüllt. Ich wähle Vergebung als eine Möglichkeit, mich von negativen Bindungen und Energien zu lösen. Ich erlaube mir, vergangene Verletzungen loszulassen und mich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Ich gebe anderen die Möglichkeit zur Veränderung und zum Wachstum. Ich erlaube ihnen, sich zu entwickeln. Ich erkenne, dass Vergebung mich von der Vergangenheit befreit und mir die Freiheit gibt, im Hier und Jetzt zu leben. Ich wähle mich von allen negativen Emotionen zu befreien und mich auf das Positive zu fokussieren. Ich erkenne an, dass Vergebung mir Frieden und Freiheit schenkt. Ich wähle mich von jeglicher Schuld und Scham zu befreien und mich selbst zu akzeptieren. Ich öffne mich für Vergebung und lasse alte Wunden heilen. Ich erlaube mir, mich und andere bedingungslos zu lieben, trotz vergangener Fehler und Verletzungen. Ich wähle Vergebung als ein Akt der Liebe und des Mitgefühls zu praktizieren. Ich erlaube mir, alte Verletzungen loszulassen und mich für die Heilung zu öffnen. Ich erkenne an, dass Vergebung eine Entscheidung ist, die meine eigene innere Freiheit fördert. Ich verstehe, dass Vergebung nicht bedeutet, das Verhalten anderer zu rechtfertigen, sondern mich von der Last des Grolls zu befreien. Ich erlaube mir, den Frieden zu finden, indem ich verzeihe und mich von vergangenen Verletzungen löse. Ich wähle mich von negativen Emotionen zu befreien und Platz für positive Energie und Wachstum zu schaffen. Ich erkenne, dass Vergebung ein Geschenk an mich selbst ist. Ich nehme mir die Zeit, mich mitfühlend mit meinen eigenen Fehlern und Fehltritten auseinanderzusetzen und mir selbst zu vergeben. Ich erlaube mir, Vergebung einen Weg als Heilung und Befreiung zu sehen. Ich öffne mein Herz für Vergebung und lasse Liebe und Harmonie in mein Leben fließen. Ich erkenne, dass Vergebung ein Akt der Stärke ist, der mich wachsen lässt. Ich gebe anderen die Möglichkeit zur Veränderung und zum Wachstum, indem ich ihnen verzeihe. Ich wähle mich von der Vergangenheit zu befreien und im gegenwärtigen Moment Frieden zu finden. Ich erkenne, dass Vergebung ein Akt der Selbstliebe ist, der es mir ermöglicht, mich von negativen Bindungen zu lösen. Ich öffne mich für Vergebung und erlaube mir, alte Geschichten und negative Glaubenssätze loszulassen. Ich erlaube mir, mich selbst und andere in ihrem Menschsein anzunehmen und ihnen zu vergeben. Ich erkenne an, dass jeder sein eigenes Tempo in Bezug auf Vergebung hat und ich respektiere meine eigene Reise. Ich wähle mich von Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen zu befreien und mir selbst zu vergeben.
Ich erkenne, dass Vergebung ein Geschenk ist. Ein Geschenk, das ich mir selbst mache, um mein eigenes Glück und Wohlbefinden zu fördern. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, alte Geschichten gehen zu lassen. Ich erlaube mir, mich von vergangenen Verletzungen zu lösen und in die Freiheit der Vergebung einzutreten. Ich öffne mein Herz für Vergebung und lasse alte Wunden heilen. Ich erkenne an, dass Vergebung ein Akt der Selbstbefreiung ist, der mein eigenes Wohlbefinden fördert. Ich gebe anderen die Möglichkeit zur Veränderung, indem ich ihnen von ganzem Herzen vergebe. Ich erlaube mir, vergangene Fehler und Enttäuschungen loszulassen und mich auf das Positive zu konzentrieren. Ich wähle mich von negativen Bindungen zu befreien, indem ich verzeihe und loslasse. Ich erkenne an, dass Vergebung ein Prozess ist, der Zeit und Selbstreflexion erfordert. Ich öffne mich für Vergebung und erlaube mir, mich von negativen Emotionen zu befreien. Ich wähle mich von der Vergangenheit zu befreien und im Hier und Jetzt Frieden zu finden. Ich erkenne an, dass Vergebung nicht bedeutet, dass ich das Verhalten anderer akzeptiere, sondern dass ich mich von der Last des Grolls befreie. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, in Liebe und Harmonie zu leben, indem ich verzeihe und loslasse. Ich wähle mich von Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen zu befreien, indem ich mir selbst vergebe. Ich erlaube mir, mich von vergangenen Verletzungen zu lösen und in Frieden zu leben.